Wolltet ihr schon mal realistische Charaktere in eurem Spiel sehen, wie ihr die zum Beispiel bei Call of Duty oder bei Battlefield sehen könnt, dann ist das gar nicht mal so weit ab vom Schuss, der Gedanke, denn ihr könnt ja im Marketplace eine kaufen, aber die sind meistens immer nur so mittelmäßiger Qualität oder ihr kommt so Produkte wie von Real Illusion, der Character Creator 3 nehmen, der aber extrem viel kostet und auf einmal kommt Epic Games bzw. die Unreal Engine und sagt, Moment mal, wir nehmen euch die Arbeit ab mit MetaHumans Creator. MetaHuman Creators wurde heute vorgestellt und ist nichts anderes als ein Cloud-based Programm, was ihr prinzipiell, schätze ich mal, dann über Internet oder halt über dem Launcher auf eurem PC starten könnt oder halt übers Internet. Ihr könnt euren Charakter erstellen, das Ganze geht dann online, wird dann prinzipiell für euch auch zum Download angeboten, sprich ihr erstellt euren Charakter, könnt dann einstellen, wie er aussehen soll, Bart, Stirn, alt, jung und so weiter, Männlein, Weiblein, spielt überhaupt keine Rolle und ihr könnt das Ganze dann runterladen und das Ganze soll schon fertig gerickt sein für die Unreal Engine 4. Bedeutet also nichts anderes, ihr könnt innerhalb von, sagen wir mal, 10, 20 Minuten euren Charakter erstellen, den exportieren und er ist direkt fertig oder gerickt generell für die Unreal Engine 4 und angepasst auf das Epic Skeleton. Das ist extrem nice und dieses coole Feature, beziehungsweise diese coole Plattform oder dieses Programm, was auch immer es jetzt sein mag, auf der Webseite steht nichts anderes, als das Ganze Cloud-streamed, eine Cloud-streamed-App ist, generell seine Fantasie nutzen, was es sein soll. Letztendlich könnt ihr das Ganze dann in den nächsten 3 bis 6 Monaten sehen. Denn auf der Unreal Engine 4 Webseite zu dem Thema steht auch schon, dass das Ganze in den nächsten several months verfügbar sein soll. Und several months, das kann natürlich heißen, das können 2 Monate sein, das kann jetzt 3 Monate sein. Ich würde sagen, zwischen 2 und 6 Monaten kommt das Ganze raus und wird das Ganze in eine Early Access gegeben. Auch hier muss man beachten, Early Access heißt, das Ganze ist cool, aber noch nicht optimiert. Oder beziehungsweise schon ein bisschen optimiert, aber noch nicht Production Ready. Was das Ganze jetzt bedeutet, das weiß ich noch nicht, das werden wir sehen, wenn wir es ausprobieren. Ihr könnt auf der Webseite, das geht unter unrealengine.com/en-us/digitalhumans. Dort, wenn wir hier runter scrollen, können wir hier auch direkt auf den Knopf Register for Updates draufklicken, kommen auf diese coole Webseite, wo viele Informationen stehen. Und hier steht dann eben einiges über die Zukunft, über, dass die Leute prinzipiell nichts anderes machen wollen, als den Devs die Arbeit abnehmen wollen, realistische Charaktere zu erstellen. Und hier könnt ihr das ja schon sehen, es sieht verdammt genial aus. Und ja, es gibt auch schon kostenlose Beispielmaterialien und da es kostenlose Beispielmaterialien gibt, gehe ich ganz stark davon aus, auch wenn man die, ja, ich sag mal, Politik von Epic Games und der Unreal Engine sich anschaut in Bezug auf die Unreal Engine und die Nutzer der Unreal Engine, also ihr, meine Damen und Herren, richtig, denn die Frage wurde sich schon oft gestellt, wird das Ganze kostenlos sein und darauf bezogen der vorherige Satz von mir gerade, ich denke, ja, es wird kostenlos sein, weil wenn wir so Webseiten wie Megascan uns ansehen und noch diverse andere Dienste von Epic Games, die auf einmal kostenlos gemacht wurden, obwohl sie vorher kostenpflichtig waren, einfach nur um die Unreal Engine mehr zu pushen und sagen zu können, Edgy Badge, auf gut Deutsch, wir sind besser als alle anderen Engines. Ja, Leute, deswegen denke ich, wird das Ganze kostenlos und ich denke, das wird den einen oder anderen richtig heftig freuen. Was haltet ihr von diesen Beispielcharakteren? Was haltet ihr von hier generell diesen ganzen Charakteren? Und was haltet ihr von der ganzen Idee dahinter? Ich hoffe mal, kann ich nur so viel sagen, kostenlose Charaktere erstellen zu können. Denkt ihr, das wird eine extreme Konkurrenz für Reillusion Character Creator 3? Ich denke, das wird eine extreme Konkurrenz für Character Creator 3. Was ist dieses Wort, ey? Aus dem einfachen Grund, ihr müsst euch vorstellen, für Character Creator 3 zahlt ihr 300 bis 1500 Euro für die ganze Pipeline, vermutlich sogar noch mehr. Und wenn die das jetzt hier kostenlos anbieten, dann haben die den gesamten Markt gesprengt. Weil das hier ist eine so extreme Konkurrenz. Ich meine, guckt euch das hier an. Es sieht genial aus und ich glaube, ehrlich gesagt, das könnte ein extremer Schlag für Character Creator werden, beziehungsweise für Reillusion, weil die bieten das extrem detailliert natürlich mit coolen Plugins und coolen Features an. Aber jetzt stellt euch mal vor, MetaHumans kommt genauso, wie wir es uns jetzt vorstellen, Character-Creator-mäßig in der Early Access raus und dann kommen später so Zusätze, wie man es von Character-Creator kennt mit Headshot, wo man prinzipiell ein Gesicht einscannen kann, das Programm und er dann diesen Charakter nachformt, das wäre wirklich der Todesstoß, würde ich sogar schon fast sagen, aus dem einfachen Grund, besser geht's gar nicht, vor allem wenn es kostenlos für alle Unreal Engine 4 User wäre oder entsprechend Unreal Engine 5 User und ich bin extrem gespannt, was dabei rumkommen wird oder generell, was dann rauskommen wird. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare unten rein, mich würde es mal interessieren, was haltet ihr davon? Ist das hier ein riesiger Hoax? Ist das hier etwas, was vermutlich nicht kostenpflichtig rauskommen wird? Ich glaube schon, dass es kostenlos rauskommen wird. Was denkt ihr? Wird es kostenlos? Wird es kostenpflichtig? Ist das hier der Schlag für Reillusion Character Creator 3? Ja, was sagt ihr? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn das Programm hier rauskommen wird. Wie gesagt, ihr könnt hier unten kostenlose Sample-Sachen runterladen und natürlich könnt ihr auch hier ganz unten beispielsweise für Updates euch registrieren, um vielleicht dann nachher am Early Access Programm als erstes eure Teil nehmen zu können. Also haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.